Hallo, ja, E-Mail ist richtig ausgesprochen. Ich wurde durch ein Video von MyLab zu dem Thema inspiriert. Sie hatte ein Video zum Thema "Woher kommst du wirklich?" gemacht, weil das vor ein paar Jahren ein sehr aktuelles Thema war oder halt auch immer noch ist, aber da war es wirklich sehr aktuell. Und ja, sie hat das sehr schön aufgearbeitet. Sie hat den Leuten nicht vorgeworfen, dass sie rassistisch sind, sondern sie hat ihnen erklärt, was an dieser Frage vielleicht nicht so gut ist. Und das hat mich sehr zu diesem Thema inspiriert. Ich möchte mit der Kampagne gerne für den eigenen Sprachgebrauch sensibilisieren. Also, dass Leute darüber vielleicht ein zweites Mal nachdenken, stelle ich jetzt wirklich diese Frage? Oder ja, ist das vielleicht gerade angebracht? Einfach, dass die Leute so ein bisschen drüber nachdenken, was das bei anderen auslösen könnte. Die Plakataussagen sind tatsächlich alle aus den Interviews ausgenommen worden. Also das, was auf den Plakaten steht, kommt auch so in den Interviews vor. Es ist so ein bisschen zum Anteasern. Das war sehr unterschiedlich, wen ich dafür die Interviews gefunden habe. Viel durch Freunde, Kontakte, auch teilweise Leute aus meinem Umfeld, von denen ich wusste, okay, die haben damit auch schon Kontakt gehabt oder die haben mir schon mal davon erzählt. Oder halt Freunde, die von Freunden das wussten. Ja, mit meinem Namen mache ich schon so die eine oder andere Erfahrung. Er ist ja auch nicht so gängig, finde ich auch nicht so schlimm, ich mag das ganz gerne. Es kommt halt schon vor, dass ich auch zum Beispiel von meiner Krankenkasse lange Briefe bekommen habe mit "sehr geehrter Herr". Ja, ich finde das jetzt nicht so schlimm. Es ist ja auch interessant für die Leute, wo der Name herkommt. Es geht viel darum, in welche Richtung dann die Gespräche am Ende führen. Ich merke das auch manchmal selber bei mir, vor allem wenn man sich sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Dann merkt man auch manchmal, okay, was ist jetzt eigentlich nicht so richtig oder was hat man als nicht so schlimm wahrgenommen? Und ja, man reflektiert das dann immer mehr selber auch. Und wenn ich merke, okay, die Person spricht gerade was an, was mich sehr triggert oder was mich verletzt, dann mittlerweile sage ich dann auch, ja, das fand ich jetzt nicht so gut. Oder ich versuche der Person zu vermitteln, warum das jetzt gerade vielleicht nicht so ganz in Ordnung war. Ich erlebe tatsächlich sehr positive Reaktionen. Also die meisten, denen ich das vorstelle, oder eigentlich bisher fast alle, haben das Thema sehr gut aufgenommen oder fanden das auch sehr schön, dass ich dieses Thema behandle. Und es hat mich auch sehr darin bestärkt, diese Plakatkampagne umzusetzen. Also allen, denen ich es gezeigt habe, die waren so, ah, okay, krass. Darüber hatte ich nie so richtig nachgedacht. Oder sie haben das sogar schon mal mitbekommen und haben dann gemerkt, ah, okay, verstehe ich voll. Also eigentlich allen, denen ich es vorgestellt habe, die waren so, ja, finde ich richtig gut. Dass Leute das so gar nicht angenommen haben oder gesagt haben, ey, das ja, ist jetzt doch gar nicht so schlimm. Das habe ich eher so in Foren gelesen oder bei meiner Recherche bemerkt. Ich glaube schon, dass es immer präsenter wird. Und ich glaube auch, dass die Leute mehr sich damit auseinandersetzen, dadurch, dass auch mehr Kampagnen dazu gestartet werden und auch viele Betroffene offener jetzt auch darüber reden. Also ich glaube schon, dass sich da jetzt einiges ändert. Ich wollte für diese Bachelorarbeit oder auch für diese Kampagne ein Medium finden, was die Leute vor allem sehr stark anspricht, auch ein neues Medium, was auch noch mal mehr Interesse weckt, weil zu diesem Thema gibt es halt schon auch viele Videos, viele Interviews und Beiträge. Aber ich wollte etwas, was die Leute halt auch ja anspricht, dass sie sagen, oh, okay, auf diese Art und Weise habe ich das noch nicht erlebt. Auch einfach, ja, damit die Leute merken, ja gut, das ist was ganz Neues. Dann setze ich mich auch noch mal mit diesem Thema auseinander. Als Zielgruppe hatte ich vor allem Menschen im Blick, die nicht betroffen sind, die vielleicht auch sehr offen für das Thema sind, aber denen gar nicht so bewusst ist, was manche Sachen halt so auslösen können. Natürlich auch viele, die
ja, mit diesem Medium auch bereit sind, sich auseinanderzusetzen. Ich glaube tatsächlich, dass Augmented Reality noch gar nicht so zugänglich ist für die breite Masse. Aber ich glaube, durch solche Kampagnen und durch solche Aktionen kommt es immer mehr. Und ich glaube, dieses Medium hat sehr viel Potenzial, weil es halt auch immer mehr im Kommen ist. Und durch solche, ja, Kampagnen oder Aktionen lernen die Leute auch viel mehr damit umzugehen. Und dadurch, dass es ein neues Medium ist, ist es auch noch mal spannender. Und die Leute sind viel mehr, also das Interesse der Leute ist viel schneller geweckt. Also an sich war die Plakatkampagne als geschlossene Ausstellung gedacht, aber umso mehr ich, ja, die auch erstellt habe, umso mehr finde ich, ist sie auch sehr für die breite Masse oder für die Öffentlichkeit geeignet. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie ja im Innenstadtgebiet sehr gut aufgestellt werden kann. Also vereinzelt, dass es halt auch mehr Leute erreicht, die vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, ich gehe jetzt einfach mal in diese Ausstellung, sondern die das dann entdecken und sich denken, ah, okay, das kann ich mir ja auch mal anschauen. Ich glaube, dadurch, dass es so ein neues Medium ist, ist einfach das Interesse schneller geweckt, auch bei einem Thema, was so schwer ist. Und ich glaube, dadurch, dass es halt so neu für viele ist, werden auch mehr Leute angesprochen, die sich vielleicht sonst so gar nicht mit dem Thema befassen würden und die vielleicht denken würden, ja, das betrifft mich ja gar nicht. Die Umsetzung war schon eine Herausforderung. Also ich habe es mir einfacher vorgestellt und ich glaube, das tut man immer. Aber irgendwann merkt man so, ah, okay, da gibt es ein paar mehr Hürden oder man muss noch mal ein bisschen mehr nachdenken. Ah, okay, ich habe mir das einfach vorgestellt, ich setze das jetzt doch noch mal so um. Also es ist viel so ein Lernen während des Prozesses. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich sehr schnell sehr viel Unterstützung bekommen habe. Also allen, denen ich es vorgestellt habe, die waren direkt so, ey, wenn du Hilfe brauchst, komm gern zu mir. Also es ist ja im Endeffekt immer noch meine Bachelorarbeit. Also das meiste musste ich auch selber erstellen und das wollte ich auch. Aber trotzdem, wenn ich es Leuten gezeigt habe oder gesagt habe, wie findest du das, kann ich mal dein Feedback dazu bekommen oder magst du mich hier oder da unterstützen, dann bin ich eigentlich auf sehr positives Feedback gestoßen. Sie werden jetzt tatsächlich nächste Woche das erste Mal veröffentlicht. Also sie sind dann im Rahmen der interkulturellen Woche der Stadt Münster zu sehen. Und es geht so circa einen Monat. Ich würde mich auch sehr freuen, später anderen Kommunen oder Initiativen diese Kampagne zur Verfügung zu stellen. Einfach damit es viel mehr Menschen auch erreicht. Ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich finde, die Interviews sind super geworden, im Zusammenspiel mit dem Medium passt es sehr gut und ich finde, dadurch wird die Message auch sehr gut transportiert. Genau, also klar, hier und da denkt man dann doch mal, vielleicht setze ich das doch nochmal anders oder die Schrift kommt dahin, aber im Endeffekt sind das eher so Kleinigkeiten und ja, ich finde, es ist ein sehr gutes Projekt geworden. VPTs hat mich sehr bei diesem Projekt unterstützt. Ich bekomme die AR-Get-App gestellt und ja, auch in der Umsetzung, wie ich das Ganze in die Augmented Reality einbinden kann, was vielleicht schwierig an einer Augmented Reality ist, wie das Ganze funktioniert. Also auch viele Fragen, wo ich gar keine Antwort drauf gewusst hätte oder wo ich gedacht hätte, ach, das wird bestimmt kein Problem. Daran habe ich am Anfang gar nicht gedacht und genau dabei wurde ich sehr stark unterstützt, auch dass das jetzt in die Kommunen auch weitergetragen wird. Ja, da haben Puppeteers und auch die DEPCOM mich unterstützt.